Die ersten Einschätzungen der internationalen Wahlbeobachter der OSZE zeigen aber auch, dass Russland noch eine Wegstrecke auf dem Weg zur Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu gehen hat. Ich gehe davon aus, dass allen Angaben zu Unregelmäßigkeiten nachgegangen wird, so wie es der neue Präsident Putin auch angekündigt hat. Es liegt im russischen Interesse selbst, die Vorwürfe aufzuklären und ihnen nachzugehen. Französische Sozialisten haben heute Morgen gesagt, dass sie offiziell um einen Termin... Wir wollen die Sicherheit in Europa und für Europa nicht gegen Russland, sondern mit Russland gemeinsam organisieren und verbessern. Das ist auch wichtig vor dem Hintergrund des NATO-Gipfels in Chicago in diesem Frühjahr. Auch befreundet, hat einen sehr ähnlichen Politikstil. Ich hoffe darauf, dass Russland jetzt nach den Wahlen mit freiem Blick sieht, dass es auf der falschen Seite der Geschichte steht und dass die Menschen in Syrien, die für Demokratie und für ihre Freiheit eintreten, auch Solidarität brauchen der internationalen Gemeinschaft. Vielen Dank.